von mir hat. Ich habe Ihnen diese Marke schon das letzte Mal gezeigt. Oui, du hast sie allen Leuten im Restaurant gezeigt. Cindy Hopp scheint sogar noch mehr auf glitzernde Sachen abzufahren als du, Nick. Von einer Bank irgendwie. Gucken. Ah. Mademoiselle. Ja? Gott sei Dank, er hat nicht gemeint. Suchst du da einen Job? was? Nein, ich hab nur. Warte, dein Stil ist etwas ungewöhnlich, aber du hast ein hübsches Gesicht. Ungewöhnlich? Mein Glückwunsch, du hast bestanden. Ich werde dich engagieren. Oh mein Gott. Björn, komm mit. Ich werde dir alles beibringen, was ich weiß. Ja, zum Beispiel Scheiße. Mit den Hüften wackeln und so. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Vielleicht beides. Nein! Oh mein Gott. Wie sollen wir jetzt Frau Maggie beweisen, dass ich der echte bin? Gleich bei MGT wieder? Oh, Scheiße. Entführung. Hat er dir jetzt echt deine Maya geklaut? Ja. Und jetzt kriegen wir von Maggie bestimmt, sie haben keine Maya, bei denen rede ich nicht. Sieht so aus, als würden sie Maggie verhören. Ich denke, ich habe sie so ziemlich alles gefragt. Ich komme einfach später nochmal her, falls ich sie noch etwas fragen muss. Oh. Toll. Hm. Armstrong hat meinen Magatama geklaut und jetzt auch noch meine Maya. Oh, schöne Scheiße. Und Junge, habt ihr die Beweise schon gefunden, die für ihre Unschuld? Nein, noch nicht. Wir haben gerade erst mit unseren Ermittlungen begonnen. Na gut, was auch immer du wissen willst, ich verrate dir sämtliche Details. Alle meine anderen Fälle lasse ich dafür erstmal liegen, Junge. Gamschu ist ja richtig enthusiastisch bei der Sache. Ach ja, eins noch. Die Neuverhandlung wurde bewilligt. Die Sitzung beginnt morgen um 10 Uhr. Ach, und Godot ist der Staatsanwalt. Ah. Oh, Godot. Spitz die Ohren, Junge. Sollte Maggie wieder für schuldig befunden werden. Ja. Dann sorge ich dafür, dass du hinter Gitter kommst, kapiert? Okay. Oh Mann, ich habe Angst. Maggie Bird wurde also für schuldig befunden, hm? Ja. Als sie noch bei der Polizei war, sie waren ihr Mentor, als sie gerade anfing, nicht wahr? Ja, aber immer ein Auge auf sie gehabt. Ich meine nicht, was du jetzt denkst. Aha. Ja. Hey, was guckst du so komisch, Junge? Ich war einfach nur ihr... Das war weiter nichts. Ja, ich war zwar während ihrer Ausbildung ihr Vorgesetzter. Aber das war's auch. Da ist nichts passiert. Dafür, dass nichts weiter war, regt sich Gamschu aber ganz schön auf. Yep. Ach so, ist das unser guter Gamschu, den kleinen Maggie verknallt. Ich nicht, dass ich sie besonders mögen würde oder so. Ich war... Merke später mit Maya darüber tratschen. Bitte, Junge, erzähl das nicht weiter, okay? Das muss unter uns bleiben, kapiert? Sicher. Und wenn sie dann bitte aufhören würden, mir solche Gedanken zu unterstellen. Sag das deinem Gesicht, man muss blind sein, um nicht zu sehen, wie du denkst. Nun, ich habe mich gefragt, könnten Sie mich ein wenig über das Opfer aufklären? Glenn Elk, ein Programmierer. Und anscheinend ein Saiyajin aus Dragon Ball Z. Aha, ein Programmierer. Ein ganz normaler Kerl, der bei einer kleinen Computerfirma gearbeitet hat. Maggie hatte ihn vor einem Tag noch nie gesehen. Und alles, was sie am Tag des Mordes tat, war ihm seinen Kaffee zu bringen, Junge. Ja, Maggie meinte auch, sie hätte den Kerl noch nie zuvor gesehen. War das Opfer häufiger in dem Restaurant zu Gast? Dem Koch nach nicht. Sagte, er hätte den Typ zum ersten Mal gesehen. Und dann hat er mir ein Parfüm angedreht. Ein Programmierer und Neukunde. Was für einen Grund könnte Maggie gehabt haben, so jemanden zu ermorden? Das habe ich mich auch gefragt. Aber irgendwie wurde im Laufe des Prozesses ein Motiv konstruiert. Sie machen Scherze, was für ein Motiv wurde ihr da unterstellt?
Tut mir leid, Junge. Bin echt beschäftigt. Hab nicht mal Zeit für den Papierkram hier. Oh, ja. Find's selbst heraus, okay. Was für ein Motiv könnte Scheiße. das gewesen sein? Ja, aber echt. Okay. Die Ermittlungen sind nicht gerade offiziell. Ich arbeite mehr oder weniger allein dran. Oh, alles klar. Der Richter hat sein Urteil bereits gefällt und sämtliche Beweise sind vorhanden. Das einzige Problem ist Maggies Aussage. Tja, hört sich nicht gerade gut für uns an, hm? Pass auf, Junge. Ich habe einen Bergpapierkram, den ich bis morgen durchgucken muss. Ich werde also nur so viel sagen. Maggie Bird ist keine Lügnerin. Sie. Okay, sie wirkt vielleicht manchmal etwas neben der Spur. Aber sie war eine gute Polizistin. Ein Kompliment hört sich für mich anders an. Ja. Was denken Sie denn, was in Wahrheit passiert ist? Und wie widersprüchlich ist Ihre Aussage eigentlich? Das größte Problem an Maggies Aussage ist die Zahl der Personen am Tisch. Ja, genau das denke ich auch. Maggie besteht darauf, dass da noch jemand zusammen mit dem Opfer am Tisch saß. Genau, aber hör dir das hier mal an. Alle anderen Anwesenden sagen, dass der Typ allein war. Sogar der Koch sagt das. Und dann ist da diese CD. CD? Ach ja, sie erwähnte da irgendwas von einer CD. Und auf dem Tisch lag eine Demo-CD. Aber unsere Jungs haben den Laden auf den Kopf gestellt. Da war keine CD. Was? Weder auf dem Tisch noch sonst irgendwo im Restaurant, Junge. Aber hat Maggie nicht auch erzählt, dass das Opfer Ohrhörer auf hatte? Ja, aber die waren für das Radio in der Vordertasche seines Kapuzenpullis. Ein Radio? Er hatte keinen Discman? Du hast, dein Doppelgänger hat diesen Widerspruch nie angesprochen. Da fällt mir ein, der Besitzer des Trebillon hat diese CD auch nicht erwähnt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, Armstrong verbirgt etwas. Ja, das Gefühl habe ich auch. So, mal gucken, hier, ich habe eine Sportzeitung für dich, so aktuell wie möglich. Ah. Was ist das, eine Sportzeitung? Ja, die habe ich im Sauber, Zeitungsständer von Trebillon gefunden. Das Datum stimmt mit dem des Mordtags überein. Da könntest du an was dran sein. Und sehen Sie sich das hier mal an. Können Sie die Handschrift entziffern? Ich kann das nicht lesen. Hey, das da sieht fast aus wie Mask die Mask. Na, hoffe. MC Bomber. Hey! Was ist? Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ja, MC Bomber! Wow, er scheint ausnahmsweise wirklich mal nachzudenken. Ach, nicht gut, mir fällt's nicht ein. Und da ist wieder der gute alte Kampfschuh, wie wir ihn kennen und lieben. Herr Junge, ich leih mir die Zeitung mal kurz aus, okay? Ey! Ich will von dem Gekritzel hier mal eine Schriftanalyse machen lassen. Schriftanalyse? Kann auf jeden Fall nicht schaden, mehr darüber zu erfahren. Ja, Danke, das Junge. stimmt wohl. Ich wette, das wird sich als wichtiger Hinweis herausstellen. Sportzeitung zwecks der Gamschuh gegeben. Jetzt hat er auf dem Klo endlich was zu lesen. Was halten Sie davon? Tut mir leid, Junge. Im Moment kann ich an nichts anderes als an Maggie denken. Oh. Oh, wie süß. Ja. Nein, so war das nicht gemeint, ich meine. Ja, nee, ist klar. Sie müssen das Das nicht geht bestimmt erklären, gut über. echt Oh. Aber schon süß, wie er an ihr hängt. Ja. Haben Sie Maggie besucht? Natürlich habe ich das. Aber ich habe ihr nicht viel Mut machen können. Ich bin nicht gerade gut mit Worten. Oh. Tja, ich muss niedergeschlagen gewirkt haben. Maggie war mir echt eine große Hilfe. Es war toll, jemand zum Reden zu haben. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Er ist hingegangen, um sie zu trösten, aber am Ende hat sie ihn getröstet. Ja. War jetzt ihretwegen oder seinetwegen da? Aha. Na gut, haben wir noch irgendwas zu bequatschen? Nein, haben wir nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, ob wir Maya wieder kriegen. Ah, jo, das wäre eine gute Idee. Da ist doch mal wieder was zu reden. Nein. Gib mir meine Maya Nein. wieder. Okay, der hat auch nichts zu sagen. Nee, auch nicht. Toll. 1A.
Also müssen wir wohl doch noch ein bisschen mit Gumshoe plaudern. Mal gucken, was könnte man noch geben? Zeitschriftenausschnitt. Ich selbst war bei dem Prozess nicht anwesend. Aber ich kenne da diesen einen Inspektor, den habe ich zu deiner Verteidigung befragt. Was hat er gesagt? Er fing folgendermaßen an, da fehlen mir komplett die Worte. Ja. Er fand dann aber doch fix welche und erzählte eine Stunde lang, wie mies du warst. Offen. Aber er meint, du wärst so mies gewesen, es wirkte fast, als wolltest du Maggie reinreiten. Es wirkte, als wollte ich Maggie reinreiten. Aha. Okay. Das ist doch mal interessant. Mhm. Ist das Ding da echt, Junge? Warum fragt mich das jeder? Ich weiß so gern, wie dein Doppelgänger so ist. Er hat dafür gesorgt, dass Maggie verurteilt wurde. Reicht Ihnen das nicht? Ich muss diesen Mistkerl finden. Oh Mann, Armstrong. Der Koch des Trebillon, hm? Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Oh la la, dein Körper ist voll von La Gift. Und dann gab er mir diese Flasche. Was ist da drin? Keine Ahnung, auf dem Etikett steht Wacholder. Ich habe Befehl, den jeden Morgen ein paar Tropfen davon in mein Bad zu träufeln. Befehl? Oh mein Gott. Ja, weißt du, die Dame hat sowas an sich. Ich meine, der Kerl. Was? Geht er Ihnen etwa nicht mehr aus dem Kopf? Oh mein Gott. Doch nicht so, Junge. Jetzt hör mal auf, der ist doch gar nicht mein Typ. Hoffel. Ich meine, mir geht nicht aus dem Kopf, dass er was mit dem Fall zu tun haben könnte. Hört sich an, als wüsste er etwas mehr über unseren charmanten Koch. Oh Mann. Ah. Was genau hat denn am Koch des Trebillon Ihre Aufmerksamkeit erregt? Das ist nicht so leicht zu sagen. Möglich, dass er nicht das Geringste mit dem Fall zu tun hat. Ja, jetzt kommen Sie aber, Inspektor. Meinten Sie nicht, Sie verraten alle Details? Naja, die Sache ist eher unbedeutend. Klatsch und Tratsch eben, Junge. Hör mal, wie wär's denn damit? Du gehst zum Trebillon und siehst dich dort selbst mal ein wenig um. Gib mir Bescheid, wenn du etwas Verdächtiges über den Typen findest, okay? Sieht nicht so aus, als hätte ich irgendeine Wahl bei der Sache, hm? Also Infos über das Trebillon und den Koch finden und dann Gumshoe berichten. Na, das war jetzt wirklich sehr hilfreich. Na gut, gehen wir zum Trebillon. Ich hoffe, ich krieg Maya endlich mal wieder. Ich vermisse sie. Ja, ich vermisse meine Sprechrolle so. Hier riecht es wirklich stark nach Blumen, mir schon ganz schwindelig. Okay, oh du Gott, bist nicht Maya. Hallo? Wer war denn das, ein Gast? Ja, ein Geist. Ja. Sie hat eine ziemlich düstere Ausstrahlung. Das ist eindeutig Maya. Willkommen, Bienvenue. Wow, was für eine süße Stimme. Oh. Oh mein Gott. du bist es, das Ding. Was heißt hier bloß? Maya, endlich. Und? Wie sehe ich aus? Vielleicht solltest du deine Karriere als Medium vergessen. Vielleicht, aber Kellnerin zu sein ist irgendwie langweilig. Ich meine, du bist erst mein erster Gast. Wer war dann die Frau, die ich eben gesehen habe? Oh! Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch gleich was essen. Irgendwie habe ich sogar ein wenig Hunger. Trotzdem Gestank. Ja, aber Maya sieht richtig süß aus. Ja, das stimmt. Und wie gefällt dir dein neuer Job, Maya? Ich habe gar nicht gewusst, was man als Kellnerin alles zu tun hat. Du vermisst es also nicht, bei uns abzuhängen. Bestellungen aufnehmen, Essen servieren, Kaffee machen, die Kasse bedienen. Natürlich brauchen wir erstmal einen Gast, bevor es weit ist. Ja, das Restaurant sieht echt nett aus. Schade, dass so wenig Leute kommen. Vergiss nicht, die super süße Kellnerin. Ach, dass ich die vergessen könnte. Ja.
Wo ist Maggie eigentlich? Wie findest du mein Trinkgeldgrinsen? Du hast dasselbe Grinsen, auch wenn du einen Burger bettelst, also. Hey, Meg, warum bestellst du nicht etwas? Der Koch bereitet gerade ein leckeres Essen vor. Das sagt er jedenfalls. Wie teuer ist es? Es ist das Doppel-T-Menü. Das macht natürlich 20 Dollar. Das Doppel-T-Menü? Da muss ich wohl passen, ist ein wenig teuer. Was? Aber das geht nicht. Komm schon, Nick. Ich bin nicht jeden Tag Kellnerin. Okay, aber dann musst du diesen Monat auf Burger verzichten. Ich will Tablets tragen und an der Kasse arbeiten. Wie wär's mit Toiletten putzen? Das dürfte dich auf Trab halten. Oh, wow. Ja, stimmt. Später vielleicht. Was das Essen angeht. Oh, eine gute Wahl, mein Herr. Das war keine Zusage. Nein, ich, zu spät. Küche! Ein Spezialmenü, bitte! Mit allen Extras, Getränken, Salat, Nachtisch und Geschenk! Was? Nein! Das brauche ich alles nicht. Eine Sekunde, bitte, mein Herr. Maya steigert sich richtig rein und macht mich bettelarm. Ja. Wie viel kostet denn dieses Spezialmenü? 20 Dollar, hm? Aber mit Getränk, Salat, Nachtisch sind es 45 Dollar? Hey, warte eine Sekunde, Maya. Tut mir leid, dass Sie warten müssen, mein Herr. Hier ist das extra Energiemenü. Wow. Ein Gericht inspiriert von Hummer und Abalonenfrikassee in Balsamico-Vinaigrette. Bon Appetit! Danke. Komm schon, Nick! Dann los! Probier schon! Hummer, hm, na schön. Dann mal runter damit. Und? Hast du Hunger, Maya? Ich verhungere. Hier, greif zu. Ja! Wirklich? Maya, meine Brieftasche ist keine Gelddruckmaschine. Der Teller wird leer gegessen. Hast du einen Knall? Mir ist gerade was eingefallen. Ich muss jetzt die Toiletten putzen. Tschüss! Hey! Wieso hast du es auf einmal so eilig, die Toiletten zu putzen? Okay. Wie schafft es der Kerl bloß, gutes Essen so schlecht schmecken zu lassen? Hey Nick, willst du nochmal einen Blick in die Küche werfen? Die Küche, hm? Keine schlechte Idee. Was hat Maggie nochmal gesagt? In der Küche erfahren sie alle Geheimnisse des Kochs. In der Küche? Klingt lecker. Du hast gerade gegessen, was er zubereitet hat, also. Hey, warte mal, ja. Was denn? Ich hab zu tun. Vermisst du es nicht, meine Partnerin zu sein? Da. Doch. Wolltest du mich nicht herumführen? So viel dazu, einen coolen Hinweis zu finden und ihn dir unter die Nase zu halten. Ich suche lieber selbst in der Küche und wenn du nochmal so einen Spruch gibst, kriegst du das Spezialgericht wieder. Oh mein Gott, dann schauen wir uns mal in der Küche an. Ach du Schande. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der Herd einen Vorhang braucht. da sind wir. Die berühmte Küche des Trabian. Und ich bin ja auch zum ersten Mal. Irgendwie seltsam hier, so viel steht fest. Herr Armstrong wird bald wieder hier sein, lass uns schnell machen. Ja, irgendwie sagt Maya das immer. Ja. Was ist das? Sieht wie eine Schatzkiste aus oder so. Wow, sieh dir diese ganzen Flaschen an. Oh, das sind Aromatherapieöle. Er hat so viel, dass sie den halben Boden bedecken. Wow. Mal sehen. 1, 2, 3,
98, 99, 100? Die sind alle gleich! Hey, warte mal! Was ist denn? Diese Blatt hier sieht anders aus als die anderen. Hm, da hast du recht. Und dein Etikett hat sie auch nicht. Und es riecht nach nichts. Gift. Ja, glaube ich auch. Was ist denn das für eine Flüssigkeit da drin? Hey, Nick, sollten wir uns mal auslangen? Er hat so viele Flaschen, damit er diese hier schon nicht vermissen, oder? Ich glaube, es würde schon auffallen, wenn von 100 gleichen eine fehlt, die nicht gleich ist. Naja, oh Gott. Ach, nehmen wir trotzdem einfach mal mit. Ja, mitnehmen. Ich sehe da was. Was denn? Was siehst du denn? Ein grünes Magatama. Oh, wo? Maya verdeckt es gerade. Ah, okay. Das ist eindeutig ein französisches Restaurant und diese Gewürze kenne ich nicht. Hey Nick, da drin ist Austernsoße? Was ist das? Ist das nicht typisch chinesisch? Oh, guck mal, da auf dem Tresen. Oh, mein Maratama, was hat das da zu suchen? Tatsächlich. Wow, ich habe sowohl Maya als auch meinen Magatama wiedergefunden. Ja! Alle guten Dinge fangen mit M an. Mhm. Matze, Misa, Maya, Magatama. Ja. Also das nenne ich einen großen Spiegel. Ich wette, darin macht er sich immer hübsch. Da liegt ein Buch auf der Kommode. Clarice Armstrongs Gute-Nacht-Geschichten. Clarice? Wer ist denn Clarice? Nicht unbedingt ein Kandidat für den Pulitzer-Preis, ha? Sieht wie ein selbstgeschriebener Gedichtband aus. Gedichte? Cool! Lies mal eins vor! Also mit deinem besten französischen Akzent. Mit Gefühl, okay? Okay, hier ist eins. Es heißt Printemps. Zwei wie Schauspieler aus einem Film, den Kaffee nicht getrunken. Süßes nicht so schnell um. An diesem Samstagmorgen. Der Dummelcocktail ist so lecker. Nimm den letzten Schluck Tee und ich weiß, was ich tue. Ich muss lügen, ich muss. Hä? Das war's? Jupp, das ist ein Gedicht für dich. Jol. Ja, ich bin anscheinend Kulturbaldause. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ist jetzt auch die Frage, kommt Maya jetzt mit oder bleibt sie jetzt im Restaurant? Ja, das ist doch die Frage. Oh, da steht jetzt was. Oh, ein Roller? Der einen Unfall hatte? Ist das deiner? Es könnte meiner sein. Meiner sieht genauso aus wie der, nur dass meiner schwarz ist und einen beige-braunen Sitz hat. Oh. Aber der, meinen haben sie nur immer umgeschmissen. Der hat auch so abgeknickt, das Ding. Der alte Mann ist nicht mehr da. Mist, und ich habe noch so viele Fragen an ihn. So. Schauen wir einmal Misas Traumroller. Ein Motorroller, Wer lässt denn sowas einfach mitten im Park stehen? Der Radschutz und das Licht sind kaputt. Da muss wohl jemand einen Unfall mitgehabt haben. Totalschaden. Okay. Ja, so viel Atem habe ich nicht, Junge. Ja, aber hallo. Ey, was machst du denn da mit meinem Roller? Sag jetzt nicht, dass das mein Doppelgänger ist, also. Das ist der Mörder und der Doppelgänger, würde ich sagen. Lol. Hast du meinen neuen Roller rumgespielt? Hast du was geschrottet? Neuer Roller? Das ist nicht ein älteres Modell hier. Uah, dafür wirst du mir was abdrücken. Ich weiß nicht. Ich bin nur zufällig... Ey, und wer hat dann bitte auf meinen Sattel gemacht, hä? Huh? Ah. Das wird teuer für dich, kapiert. Nein, warten Sie die Sekunde. Ich bin kein Tauber, also kann ich es nicht gewesen sein. Klugschwätzer, was?
Ich mach dich so fertig, dass du glaubst, dass du ihn schnell zuküsst. Pass was auf, die Sache ist nicht gegessen. Ich hol mir ein paar Anwälte und dann bezahlst du. Ehrlich gesagt bin ich selber Anwalt. Was sagst du da? Gestatten, Phoenix Wright Rechtsanwalt. Phoenix Wright, du willst Phoenix Wright sein. Ja, das bin ich. Dann bist du wohl auch noch ein Großmaul, hm? Ich bin Phoenix Wright, der einzig Wahre. Ist klar. Was? Mach Platz jetzt, ich muss los. Ich hab doch gesagt, das ist der Doppelgänger. Himmelarsch und Zwirn. Ich frag mich echt, wie konnten Maggie, der Richter und Payne den für mich halten? Ey, ja. Das war doch nicht mein Doppelgänger, oder doch? Der hat ja überhaupt keine Ähnlichkeit mit mir. Ich mach mir wohl lieber eine Notiz zu dem Motorroller. Ja, mach mal. Dann gehe ich zur nächsten Politesse, das wird er sich merken. Erbärmlich. Ach, Sie sind das. Eine Bedrohung von so einem Halbstarken. Und du siehst aus wie eine Taube, die gerade Körner ins Auge bekommen hat. Waren Sie etwa die ganze Zeit hier? Ich war in der Erdbeere da, ich musste nachdenken. Ich glaube eher, Sie mussten sich ganz feige verstecken. Oh mein Gott. Na dann, Trebiang Stammgast. Sind Sie Stammgast in dem Restaurant, mein Herr? Es ist nur, wenn Sie es da so furchtbar finden, warum gehen Sie dann immer wieder hin? Entschuldigung. Da habt ihr die dreckigen Tauben, ihr wollt Futter? Ha, nehmt das. Aha. Auch drei. Ich wusste es. Der alte Kerl hier hat etwas zu verbergen, aber was bloß? Würdest du sagen, wir könnten es schon wagen? Ja. Zumindest probieren. Dann schauen wir doch mal. Trebiang Stammgast. Dieses Mal sagen Sie mir aber die Wahrheit. Warum sind Sie Stammgast eines Restaurants, das Sie so schlimm finden? Ist das nicht offensichtlich? Menschen gehen aus genau einem Grund ins Restaurant, um zu essen. Essen? Ist das auch wirklich ganz Wahrheit? Was willst du damit sagen? Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie das Restaurant wegen des Essens besuchen. Ungezogener Bengel, du wagst mich zu beschuldigen? Was hast du für Beweise? Weder Sie noch irgendjemand sonst würde jemals wegen des Essens dorthin gehen. Ich habe selber schon da gegessen, ja. Probieren geht über Studieren. Mal sehen, wie es hier mit dem Mittagsmenü aussieht. Das ist das Doppel-T-Menü. Das Essen im Trebiang ist grauenhaft und teuer. Das stimmt nicht. Es ist sehr günstig. Hä? Ich bin reich. Ich habe viel Geld gehabt, als ich klein war. Ja, ich bin stinkreich. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie gearbeitet, immer nur Tauben gefüttert. Was für ein Quatsch. Das mit dem Geschmack ist eine andere Geschichte, aber der Preis, ein Klacks. Na? Sie wollen mir also erzählen, dass Sie dort zum Essen gehen, weil Sie zu viel Geld haben? Ganz genau. Ich habe so viel Geld, ich nehme jeden Morgen ein Bad in meinem Geldpool. Dankbar, danke, ja, ja. Wirklich schade, dass das eine Lüge ist. Was? Sie haben nicht zu viel Geld, Sie sind blank bis auf die Socken. Weil er Stellenanzeigen geguckt hat. Stimmt. Das gehört Ihnen, oder? Meine Zeitschrift! Warum sollte ein reicher Pensionär Arbeit suchen? Ich war... und? Na gut, ich habe mal einen Job gesucht, ich kaufe gerade viel, brauche Kleingeld. Oh? In das Restaurant gehe ich nicht zum Essen, ich trinke dort nur meinen Javacchino. Ja, ich glaube, Sie meinen Cappuccino, aber egal. Wie viel kostet der denn? $8. Der muss ja aus goldenem Boden sein. Wo liegt dein Problem? Meinst du nur, weil ich alt bin, muss ich Spülwasser trinken? Ist es das? Nein, das ist es nicht. Ich frage mich nur, ob der Kaffee dort wirklich so wahnsinnig gut ist. Nein, ist er nicht, aber... Aber wie auch immer. Ja, dort liegen jeden Tag umsonst aktuelle Zeitungen aus. Nein, tun Sie nicht. Zeitungen? Ganz genau. Ich soll nicht den ganzen Tag zu Hause rumhängen, also gehe ich dorthin. Tut mir leid für Sie.
Warum trägt man Linkheit-Zeitungen aus?